Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft auf der Map to Rivers. Wir sind hier im Moment mit dem John Deere 7082R und einem Tieflader hinten dran unterwegs. Auf dem Tieflader, da haben wir den Skidder von John Deere drauf, einen Skidder von John Deere drauf, und zwar den John Deere 548H. Und den bringen wir jetzt gerade mit dem Tieflader in den Wald, wo wir jetzt als nächstes dann arbeiten wollen, wo wir als nächstes Bäume fällen wollen. So, und da fahren wir jetzt am besten mal hier runter, genau, und dann da bei Feld 10 außen entlang und dann da beim Ponyhof vorbei, wobei hätten wir auch gerade ausfahren können, egal, fahren wir mal hier lang, mal eine neue Strecke wieder erkunden, wo wir bis jetzt noch nie lang gefahren sind. Bisschen neue Wege hier auf der Karte kennenlernen, genau, fahren wir jetzt hier mal über die Feldwege. Brettern wir mal über die Feldwege, düsen hier mit 50 km/h lang, genau. So, genau, hier einmal scharf links, müssen wir aufpassen. Dass wir da gut rumkommen. Nicht so schnell fahren und dann geht das schon. So, genau, jetzt einmal hier entlang. Da vorne beim Ponyhof, dann links, danach wieder rechts, dann unten irgendwie entweder über oder unter den Eisenbahngleisen durch und dann rechts und dann kommen wir in den Wald, wo wir als nächstes arbeiten wollen. Ist auch wieder ein bisschen größerer Wald, also ein bisschen größere Fläche, wo wir da arbeiten. Zoomen uns dann einen schönen Platz aus, wo wir den Tieflader erstmal abstellen und den Skidder abladen. Dann geht es wieder zurück zum Hof, müssen wir überlegen, vielleicht setzen wir das Fahrzeug, den John Deere, dann auch zurück zum Hof. Weil sonst ist es so viel Hin- und Herfahrerei, sonst dauert das Ganze so lang. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die richtige Strecke nehmen. Hier lang, da vorne gleich wieder irgendwo rechts. Genau, setzen wir den John Deere dann am besten zum Hof zurück, weil sonst ist es zu viel Hin- und Herfahrerei, sonst genau, brauchen wir zu lang immer. Nur das Hinfahren machen wir jetzt mal so. So, hier geht's wieder rechts rein. Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Genau, deswegen dürfen wir jetzt auch hier langfahren. Wir sind ja für die Forstwirtschaft sozusagen unterwegs. Jetzt gucken wir mal, ob wir über oder unter den Eisenbahngleisen durchfahren. Wollen wir jetzt gleich sehen. Es geht unter den Eisenbahngleisen durch. So, da haben wir nochmal eine Schranke. Das wird wahrscheinlich auch die Schranke sein, die jetzt hier den Wald sozusagen schließt, dass man nicht rein kann, so mit anderen Fahrzeugen halt sozusagen. Genau, so, hier einmal durch. Ich gehe mal nicht davon aus, dass noch eine andere Schranke jetzt kommt, wahrscheinlich bis zu dem Wald. Genau, hier rechts lang. Ins, was haben wir jetzt hier, Naturschutzgebiet oder was ist? Landschaftsschutzgebiet, okay. Also die Landschaft muss hier ganz vorsichtig behandelt werden. Also gehe ich mal von aus, dafür steht wahrscheinlich Landschaftsschutzgebiet. So. Genau, da vorne haben wir jetzt auch schon gleich den Wald und dann gucken wir uns den mal an. Hier waren wir bis jetzt auch noch nie. Sieht auch hier sehr, sehr schön aus. Sehr, sehr schön aus auf der Karte. Fällt mir auf jeden Fall. Hier rechts haben wir nochmal eine grüne, größere Wiese. Das Gitter ist auch noch perfekt hinten auf der Ladefläche drauf. Zum Tieflader. Ui. Na, wo kommt das her? War doch ein Kuckuck oder so. Kuckuck. Na gut, so ähnlich halt der Ton. So wie der Ruf vom Kuckuck war das, glaube ich, den wir gerade gehört haben hier. So, was haben wir hier? Haben wir auch ein Schild stehen. Forstweg. Ich finde es ja hier von dem Sound so geil. Hört ihr das auch jetzt hier wieder? Ist das ein Uhu, der da ruft? Ich weiß es gar nicht. Gesperrt von Motorfahrzeugen und Pferdegespanne frei für Forstbetrieb. Genau, wir dürfen hier also fahren. Also ich finde es so geil von diesen Sounds hier, Umgebungssounds. Die sind so top auf der Map. Echt richtig spitze. Ui, hier geht's auch nochmal irgendwo ganz schön hoch. Stimmt, sehe ich jetzt auch erst auf der Karte. Da unten, da kann man nochmal ganz schön ein Stück. Wie geil ist das denn? Hat man da oben auch nochmal Forst und so? Da müssen wir auch mal einen Blick hinwerfen. Gut, aber wir bleiben erstmal hier unten dann jetzt. So, ich würde sagen, da auf diesem Platz, wo auch der Bauwagen steht, da werden wir als nächstes unsere Fahrzeuge positionieren und dann hier arbeiten. Genau, 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 genau. Hier werden wir als nächstes arbeiten. Den Tieflader stellen wir mal hier jetzt so ab und dann fahren wir den Skidder schon mal runter. Wobei müssen wir eigentlich nicht unbedingt, doch fahren wir ihn schon mal runter, dann ist er schon mal runter. Steht ja nicht die ganze Zeit auf dem Tieflader. So. Der wird abgekuppelt und wir holen kurz den Skidder, fahren ihn runter. Genau, aber es dauert ja noch, bis wir dann hier anfangen, müssen jetzt im anderen Wald noch ein paar Erledigungen machen und dann geht es aber hier auch los. Ui, rutscht er weg. Perfekt. So, Skidder kann wieder hier frei fahren. Ich finde auf jeden Fall aber jetzt sehr gut, dass wir jetzt hier so einen Dings haben, einen Tieflader, mit dem wir den Skidder jetzt transportieren können. So, und den Traktor, haben wir gesagt, setzen wir zurück, weil wir sonst so lange brauchen, wenn wir jetzt wieder hin und her fahren. Wo haben wir ihn denn?
Da ist er. Halt, da ist er, genau. Einmal zurücksetzen. Und dann kommen wir wieder zu dem Switchen und werden jetzt mit dem, genau, wir haben ja hier noch, oder wollen wir das erst machen, wir haben ja hier noch den Steier stehen, den wollten wir noch, wobei die Ketten können wir jetzt eigentlich abmachen, weil die brauchen wir jetzt hier nicht mehr, den wollten wir noch waschen, das wollten wir auf jeden Fall noch machen. Genau, weil wir haben jetzt hier auch noch im Wald noch den Holzcontainer stehen. Wobei wir den und den Anhänger eigentlich nicht waschen müssen für dich. Genau, lass uns doch Folgendes machen. Den Steier, der kommt auch so zum Hof. Und der Holzcontainer und der Acroliner hier. Genau, der Holzcontainer und der Hakenliftanhänger, die kommen dann direkt in den anderen Wald, wo wir jetzt schon den Dings Skidder hingebracht haben. Weil da werden wir in den nächsten Teilen dann jetzt arbeiten. Beziehungsweise den über- oder übernächsten Teil dann anfangen, dort Bäume zu fällen und dann zu verarbeiten und so weiter. Genau, und das ist ganz interessant. Vielleicht fahren wir mal irgendwann dann da hoch auf diese Anhöhe da. Genau, aber dann lass uns doch erstmal jetzt ein bisschen mit der Forstfräse noch in dem Teil mal arbeiten, dass wir das noch hinkriegen. So, also hier mal mit dem wieder Motor starten und wir hängen die Forstfräse an. Dann kann ich euch die nämlich jetzt auch mal zeigen. Ist ja auch ein neues Mod, was ich jetzt hier im Spiel drin habe. Genau, so. Einmal ankuppeln, kann ich euch kurz schon mal ein paar Funktionen zeigen. Genau, man kann halt hier, da seht ihr oben auch Felder erstellen, zulassen. Das ist halt dann, wenn man irgendwie, so, kann man so über Strecken, über Ebenen so lang fahren, dann ist es halt wie, als ob da so gepflügt werde. Als ob da jemand gepflügt hätte, so sieht es dann aus, genau. Dann können wir halt hier noch die ganzen Klappen verändern. Die geht nur bis zu einem gewissen Anschlag, genau. Seht ihr, steht da jetzt auch, bitte erst die kleinere Klappe auf den unteren Anschlag fahren. Das müssen wir erst machen, dann muss die hier unten erst runtergeklappt werden und dann kann die hier oben weiter geklappt werden. So, ist noch nicht ganz unten. Jetzt. Und dann kann die oben auch weiter runtergeklappt werden. So, die lassen wir oben und machen uns jetzt auf den Weg in den Wald, fräsen dort mal die, beziehungsweise einige Baumstämme, sofern wir halt alle finden, Baumstümpfe, die wir da, von den Bäumen, die wir gefällt haben, dass wir auch mal wieder ein bisschen mit so einer Fräse arbeiten, beziehungsweise ist ja ein Forstmulcher, nennt man das, glaube ich. Und dann, genau, gucken wir dann mal weiter. So, lasst uns mal hier rüber fahren. Dann mal gucken, dass wir da irgendwie weiterkommen. Das auch geht, so. Ui, ich muss aufpassen. Schmale Brücke, das wird dann nicht irgendwie ab runterfallen. Also die Landschaft ist echt so schön gestaltet auf der Karte. Echt super. Aber ich kann euch mal kurz sagen, auch wie viel PS der braucht. Ich weiß gar nicht, aber der John Deere sollte eigentlich genug haben. Ein bisschen Forstgeräte. Genau, 280 PS. Und der John Deere hat genau 280 PS, also genau ausreichend. Wäre es blöd gewesen, wenn wir den jetzt angehängt hätten und der gar nicht genug PS gehabt hätte, aber passt auf jeden Fall. Reicht aus, genau. So, wir fahren jetzt da, dann fahren wir links. Dann rechts und dann wieder links, also hier links. Genau. Dann hier rechts und da vorne dann in der Straße wieder links. Und dann kommen wir irgendwie zum Wald, dann geht es nämlich über die Brücke. Und dann fahren wir da hinten wieder bei Nordzucker vorbei, ab in den Wald. Genau. Ja, dann geht es dann wieder ans Geld verdienen als nächstes im anderen Wald. Und dann wollen wir uns ja als nächstes dann mal den Harvester kaufen, den Ponzo Scorpion King. So, hier war das links lang. Genau, und ja, jemand hatte mir noch einen Kommentar geschrieben, wo er mir noch was, so eine Information zum Skidder gegeben hat, also zum John Deere 548H. Den Kommentar würde ich auch noch gerne vorlesen, weil fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Information. Sehr gute Information, wollte ich auf jeden Fall euch auch noch gleich vorlesen, aber jetzt fahren wir erstmal in den Wald. Und dann, wenn wir da fräsen, beziehungsweise die Baumstämme, genau, Baumstümpfe fräsen, kann ich euch das dann am besten vorlesen, den Kommentar. So, wir fahren jetzt auch über das Feld. Vielleicht kann ich euch da auch kurz mal dann das demonstrieren mit dem, was ich meine, wenn der Boden so umgepflügt wird, sozusagen mit dem, dass es so umgefräst wird. So. Vielleicht können wir das da im Wald irgendwo machen, gucken wir mal. Weiß ich jetzt gar nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir denn einen Baumstumpf? Irgendwo hier links hoch. Wir haben ja relativ verteilt Bäume gefällt.
Wobei, genau, wir haben noch direkt da vorne mehrere zusammen dann noch gefällt hier in der Nähe von der Runge. So, da ist der Steier. Genau, wobei, kann ich euch das hier zeigen? Ja, vielleicht sieht man das mit dem anderen Fräsenden, was ich meinte. So, genau, dann lasst uns mal ansetzen. Also ich mache jetzt mal diesen Modus aus mit dem, mit der Wechselsteuerung von der. Genau, so, dann machen wir hier mal noch die Klappe, machen die mal die innere mal ein bisschen hoch und die andere mal so weit runter, wie es geht. Genau, und dann eigentlich nur B drücken und ihr seht, er beginnt zu fräsen. Sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus, gefällt mir auf jeden Fall. Und dann müssen wir hier gucken, müssen wir das halt wieder absenken, um dann auch den Rest hier noch zu fräsen. Genau, und das war's auch schon. So. Müssen. Habe ich jetzt Felder zulassen? Jetzt sollte das, glaube ich, gehen. Genau, jetzt seht ihr da. Geht das hier? Genau, wieder der Boden umgefräst. Das müssen wir hier hoch. Da, was ich meinte, mit dem kann ich, demonstriere ich jetzt einfach mal hier. Nee, muss. Ah, das muss runter, genau. Dann muss die andere Klappe noch zu. Jetzt, genau. Mit der linken Maus hast du nach links und die hier mit der Maus nach oben. Dann geht das so runter. Genau, so. Und dann sieht es so aus, wenn man hier dann den Boden so fräst, sozusagen. Genau, das könnt ihr auch mit der Fräse machen. So, da haben wir den nächsten Baumstumpf. Und ist dann sozusagen wie gepflügt, finde ich. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ob man da sehen kann, aber ich gehe mal davon aus, ist dann so wie gepflügt, finde ich. So. Und das Coole ist, der hat auch so Anlauf und, beziehungsweise Auslauf, so, genau, also Animation. Das heißt, der beginnt so langsam immer schneller zu drehen und wenn man den ausmacht, so wie jetzt mit B, dann wird der immer langsamer. Also ist nicht sofort tschupp, aus, dreht sich nicht auf einmal plötzlich nicht mehr, sondern wird halt immer langsamer, dreht immer langsamer und das gleiche auch beim Anmachen. So, dann fräsen wir mal hier. Na, müssen wir ein bisschen ranfahren. Jetzt fräst er. Genau, und ja, dann kann ich euch jetzt eigentlich mal den Kommentar vorlesen. So, wo habe ich ihn denn? Hier haben wir noch irgendwo einen kleineren. Da müssen wir mal absetzen. Echt perfekt, also lässt sich richtig gut bedienen. Super. Super Mod, super Forstmulcher, echt gut umgesetzt. So, und hier ist der Kommentar, und zwar ist er von Marlon Videoclips. Also vielen Dank an deinen Kommentar, vielen Dank für den Hinweis. War auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis. Und zwar hat er geschrieben, dein John Deere Skidder wird aber auch nur in den USA eingesetzt. Beziehungsweise, was habe ich jetzt gemacht? Warte, haben wir da noch was? So, nee. Den Boden da gefräst, muss man wieder auf Felder begrenzen einstellen, nicht, dass er jetzt hier überall weiter fräst. So, wie sieht es sonst aus? Wo haben wir noch was? Fahren wir mal, ich glaube, da drüben haben wir noch was. So, also, was hat er geschrieben? Genau, er hat geschrieben, dein John Deere Skidder wird aber auch in den USA, wird aber auch nur in den USA eingesetzt, beziehungsweise Amerika. Hier in Europa benutzt man einen Forwarder oder auch Rückezug genannt, weil die Baumstämme nicht so groß und lang sind. Und statt Harvester, die es bei uns gibt, nutzt man in Amerika Raupenbagger-ähnliche Fahrzeuge zum Entfernen, zum Ernten der Baumstämme. In Amerika nutzt man aber trotzdem Harvester und Forwarder bzw. Rückezüge, genau. Also ein Harvester ist ja sowas wie der Ponzo Scorpion King, den wir ja bald verwenden werden. Genau, das heißt, so den Skidder hier, den wir jetzt hier verwenden, der wird gar nicht so, beziehungsweise anscheinend wird er dann gar nicht in Deutschland bzw. in Europa verwendet, sondern nur in den USA. Und hier in Deutschland, wie er ja geschrieben hat in seinem Kommentar, also vielen Dank nochmal für die Information, wird der dann. Senken wir das mal ab. Geht das? Nee. Warte mal, nochmal ausmachen. So, jetzt nochmal ansetzen. Na, verdammt. Jetzt. Genau, also so ein Skidder wird also hier gar nicht in Europa so wirklich verwendet, beziehungsweise anscheinend gar nicht, vielleicht ab und zu mal sehr, sehr, wahrscheinlich anscheinend sehr, sehr selten oder gar nicht, keine Ahnung, aber anscheinend, also irgendwie so. Genau, und deswegen, da werden stattdessen eher Harvester, nee, Rückezüge, genau, Forwarder verwendet, und zwar sind das, Forwarder ist so etwas hier, wie der Ponzo Buffalo. Das heißt, genau, und halt Harvester hier zum Ernten von Bäumen. Und was hat, wie hat das gesagt? In USA werden zwar auch Harvester und Forwarder verwendet, aber eher Raupenbagger
ähnliche Fahrzeuge zum Ernten von Bäumen. Und hier in Europa wird eher der Harvester zum Ernten von Bäumen verwendet. Genau, so ein Harvester kaufen wir uns ja auch bald, beziehungsweise das ist das nächste Fahrzeug, was wir uns kaufen wollen. Und hier so ein Ponzi Buffalo ist halt so ein Forwarder, beziehungsweise so ein Rückezug, wie es ja auch genannt wird. Und genau, der hat halt so eine Ladefläche drin und ihr müsst euch sofort, der fährt halt in den Wald dann so rein. Also wenn ich es richtig weiß, wenn ich richtig informiert bin, fährt er da in den Wald rein. Da liegen halt dann schon irgendwo verteilt halt die ganzen Baumstämme dann so zurechtgeschnitten, passend halt für die Ladefläche. Und der fährt die dann irgendwie aus dem Wald, beziehungsweise an den Rand von den Wald, wo dann halt die LKWs warten und dann, beziehungsweise wo die halt dann gestapelt werden und dann dort von den LKWs aufgenommen werden. Also sie werden nicht von den LKWs irgendwie tief in den, die LKWs fahren nicht tief in den Wald rein und holen die dann dort die Baumstümpfe, die Baumstämme, sondern die, genau, der Rückezug, der Forwarder, der holt die da aus dem Wald und fährt die dann an den Waldrand. Der lädt die also in seine Ladefläche da rein und, genau, bringt die dann an den Waldrand. So, hier hatten wir, glaube ich, diese zwei, die wir jetzt eben hier gefällt, genau, da hatten wir zwei Bäume gefällt, von denen wir jetzt eben hier gefräst hatten. So, habe ich das ausgeschaltet? Ja, ich glaube schon. Gut, und dann gucken wir mal, ob im nächsten Teil vielleicht noch den ein oder anderen Baumstumpf fräsen. Das war es nämlich an der Stelle schon wieder von dem Teil hier, von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft auf der Map to Rivers. Wenn euch der Teil gefallen hat, dann würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Und dann hoffe ich, dass ich euch auch wieder im nächsten Teil begrüßen darf, wo wir dann eventuell noch einen Baumstumpf fräsen, aber sonst mit dem Steier zum Hof fahren, den dort waschen, dann genau die Fräse wahrscheinlich in den anderen Wald bringen, dann hier noch die Anhänger holen. Dann müssen wir nochmal zum Hof. Da müssen wir nämlich auch noch was holen. Also wir haben noch einiges in den Wald zu bringen, bevor wir dann starten können im anderen Wald. Mit dem, genau, Fällen von Bäumen und so weiter und so fort. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Teil. Ich hoffe ihr auch. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein, euer LineGamer1. Ciao.